bin zum ersten Mal in meinem Leben seit 40 Jahren, werde ich am 16. November ohne Plan sein, ohne große Verantwortung sein. Und das ist sehr spannend für mich. Und ich werde mich da in ein völlig neues Gebiet begeben müssen und darauf freue ich mich. Nach einem halben Jahrhundert in der Öffentlichkeit ein ganz neues Gefühl. Uli Hoeneß hat sich neu erfunden, immer wieder mal. Es war ein Leben vorne dran, im Mittelpunkt. Beobachtet und beachtet. Immer in der ersten Reihe. Ein Phänomen, das man nur im Gegensatz wirklich erkennen kann. Es war ein Sonntagabend, bin ich von Ulm mit einem kleinen BMW 2002 losgefahren, um in die große Welt des FC Bayern einzutauchen. Vor lauter Aufregung habe ich in der Schellingstraße eine rote Ampel übersehen und einen Crash gebaut. Dann habe ich mir gedacht, das geht ja gut los. Wie ist die Geschichte wirklich gelaufen? Was ist die Wahrheit? Da kommt es auf den Blickwinkel an. Uli Hoeneß' letzter Vertrag als Spieler mit dem FC Bayern. Ein Kuriosum. Hoeneß hat das volle Risiko, er wird nur pro Einsatz bezahlt. 10.000 Mark. Er spielt nicht oft, vielleicht genau wegen des Vertrages. Und doch ist es ein Versuch, Neues zu gestalten. Die Vision eines 26-Jährigen und keine Erfolgsgeschichte? Ich wollte ganz klar demonstrieren, dass die finanzielle Seite, was man mir ja immer in den letzten Jahren vorgeworfen hat, der Hoeneß ist der Millionär, der Hoeneß ist der Großverdiener. Ich wollte den Leuten beweisen, dass mir das Geld jetzt nach den Verletzungen nicht im Vordergrund stand. Verschiedene Meinungen, verschiedene Wahrnehmungen, viele Versionen der Wahrheit. Einmal wurde gesagt, in einer halben Stunde hat er 10.000 Mark verdient. Die Woche drauf habe ich dann nicht gespielt, dann heißt es, er hat 10.000 Mark verloren. Jetzt muss wohl seine Frau demnächst wieder arbeiten gehen. Familie, ein Heiligtum, ein Anker für Hoeneß. Mit seiner Frau Susanne ist er seit seiner Jugend zusammen. Es war der Horror. Es war der Horror. Ein Frühstück mit Uli Hoeneß. Und das hat er mir so ein paar Tage vorher gesagt. Ja, und dann hat er immer gesagt, ja, die bleiben aber alle unten sitzen. Die bleiben alle nur im Wohnzimmer oder im Esszimmer. Bis ich dann die Leute aus meinem Schlafzimmer rausgeholt habe. Im Keller waren sie dann. Und dann haben die das ganze Haus angeschaut. Ich habe gedacht, ich bringe sie um. Die Gewinner eines Preisausschreibens bei Uli und Susi in der Doppelhaushälfte in Ottobrunn. Geschäft und Liebe beim jungen Hoeneß oft nicht zu trennen. Für die Exklusivrechte an der Eheschließung möchte er 25.000 Mark. Gekommen sind viele, gezahlt hat letztlich niemand. Als junger Spieler war er sehr geschäftstüchtig, ne? Er hat ja alles Mögliche schon gemacht. Er hatte immer eine Ader auch für Finanzdinge. Damals hat man ja überhaupt nicht so viel Geld verdient, um später davon leben zu können. Also wenn man versucht hat, Zusatzeinnahmen zu generieren, dann hat man eben solche Dinge gemacht. Viele Dinge, die ich heute vielleicht nicht mehr machen würde. Er schreibt Autogramme. Nicht immer umsonst. Bis nach Ostfriesland zieht es den Münchner Kicker für eine Autogrammstunde. 6'6", he stood on the ground. Später sind die Unterschriften umsonst, bleiben heiß begehrt. Giant of a man brought down to his knees by love.
Uli Hoeneß in offizieller Mission, das ist oft ein Duo mit Karl-Heinz Rummenigge. Wir hatten dann am Anfang den Karl Hopfner als Finanzer dabei, der den ganzen Club auch organisiert hat. Und wir konnten, ich sag mal, wie so freischwebende Künstler im Universum des FC Bayern unser Wesen hoffentlich treiben und nicht unser Unwesen. Zwei, die die Zügel des FC Bayern fest in der Hand halten. In langen, gemeinsamen Jahren. Beginnend 1974. Auf dem Platz. Ich wurde ihm sofort zugeteilt als Zimmernachbar. Damals gab es ja noch Doppelzimmer, gibt es ja heute gar nicht mehr. Und wir lagen dann fast, muss ich sagen, wie so ein altes Ehepaar im Doppelbett. Und dann haben wir immer abends schön der Alte geschaut, nach dem Essen. Ich brauche alles, was die freigelassenen Geiseln über den Mann in der Bank ausgesagt haben. Und Uli hat nebenbei immer so DIN A4-Blätter unterschrieben. Und irgendwann hat er gesagt, was machst du da eigentlich? Da werde ich an den Moment. Deutschland hatte gerade die Fußballweltmeisterschaft gewonnen und er hatte ein WM-Buch geschrieben und das hatte wohl offensichtlich unglaublich große Nachfrage. Und der Clou des Buches war, dass jedes Buch handsigniert war. Und das musste er dann natürlich dementsprechend leisten und hat dann im Trainingslager wie ein Weltmeister unterschrieben. Er ist ja auch Weltmeister und 1972 Europameister. Mit der Nationalmannschaft, die als spielerisch beste aller Zeiten in Erinnerung bleibt. Um den Fußball der Zukunft mit seiner Taktik und seiner Spielweise zu verstehen und zu spielen, braucht man einfach Spieler, die auch mit dem Verstand spielen können. Im Fußball selbst war ich nicht so das Supertalent. Ich war jetzt nicht einer, der jeden Ball genau da in den Winkel schieben konnte, wie Günter Netzer oder Wolfgang Overath oder Franz Beckenbauer im Außenspann. Dafür ein unbändiger Ehrgeiz und Zielbewusstsein. Hoeneß bleibt bis 1972 Amateur, damit er bei den Olympischen Spielen dabei sein kann. Das ist auch der erste Kontakt mit einem späteren langjährigen Erfolgstrainer, Ottmar Hitzfeld. Im Verein heißt es Uli Hoeneß und Gerd Müller. In ihren ersten beiden Jahren schießt das Sturmduo zusammen 106 Tore. Auch in der Nationalmannschaft klappt der Doppelpass. Sehr schön, Hoeneß, das ist die Chance zum 2:0 und da ist es. Zwei Tore des Monats gelingen in einer Zeit ohne Nahaufnahmen. Er wird Pokalsieger und schnell berühmt. Und Hoeneß. Interessant immer wieder diese Vorstöße. Chance jetzt für Hoeneß. Das Tor ist leer. Was wird Hoeneß machen? 1:0 für den FC Bayern. Eine großartige Leistung bei diesem Konterzug. Heute würde man sagen, ein typischer Konterspieler, der wahnsinnig schnell war, sehr agil, körperlich ungemein robust und stark. Wenn er Raum hatte, dann war er brandgefährlich. Hoeneß. Ein Mann noch, einer ist bei ihm. An dem muss er noch vorüber. Der zweite kommt, jetzt legen sie ihn um. Nein, er macht sie alle fertig. Und ich muss ehrlich sagen, wenn es mir heute sportlich manchmal schlechter geht und ich ganz schwache Momente habe am Wochenende oder so, wir haben verloren, setze ich mich manchmal hin und schaue mir dieses Spiel noch einmal an. Wenn man im Sport von dem Begriff glücklich sein und Glück sprechen kann, dann in diesem Moment. Dreimal gewinnt Hoeneß den Pokal der Landesmeister. Dreimal die deutsche Meisterschaft mit dem Team, das die Basis der Münchner Erfolgsgeschichte ist. Vor die Alternative gestellt, Liebe oder Fußball, was würden Sie wählen? Muss ich und würde ich Fußball wählen. 1975, die Finalschlacht gegen Leeds United im Landesmeisterpokal. Hoeneß rechtes Knie wird am Meniskus schwer verletzt. Ich
Es folgen zwei Operationen, Schmerzen und ein geplatzter Wechsel zum HSV. Dass diese Untersuchung darin gipfelt, dass ich unter Vollnarkose eine Sonde in mein Knie geschoben bekommen soll, das war natürlich völlig unüblich. Die Hamburger wollen das Knie ganz genau untersuchen. Schon damals gibt Hoeneß nicht klein bei, geht den Weg über die Öffentlichkeit, Abteilung Attacke, schwingt mit. Jetzt frage ich den Herrn Netzer, wenn er zu mir sagt, er sei tief enttäuscht von mir, dann kann ich ihm dazu nur antworten. Im Moment ist nur er enttäuscht. Wenn irgendwas passiert wäre, dann wäre meine Familie enttäuscht. Und ich muss fragen, was ist wichtiger? Es ist eine vierjährige Leidensgeschichte. Er hatte permanent Probleme. Er konnte nicht normal trainieren während der Woche. Und am Wochenende war das ein einziges Torturum. Und dementsprechend war seine Karriere, die wie ein Komet dann nach oben ging, leider auch viel zu früh beendet. Es war auch klar, dass ich mir mit schon damals 23 Jahren darüber Gedanken machen musste, wie sieht dein Leben danach aus? Und damals habe ich schon begonnen, dem Robert Schwan, der ja Manager des FC Bayern war, über die Schultern zu schauen. Noch als Spieler verhandelt er mit seinen Kollegen wegen eines Albums von Fußball-Klebebildern für einen Kaugummikonzern. Fädelt für Bayern einen Trikotsponsor-Deal ein mit Magirus Deutz. Da kennt er den Generaldirektor aus seiner Ulmer Heimat. Mit dem Geld kann Paul Breitner wieder zurückgeholt werden. Ist, glaube ich, schon als Manager auf die Welt gekommen. Ja. Uli Hoeneß, unser Manager. Der eigentlich Betriebswirtschaft studieren will. In München wegen eines Malus für sein Abitur aus Baden-Württemberg, den Numerus Clausus nicht schafft. Also wird er mit 27 der jüngste Manager der Bundesliga-Geschichte. Ich werde auch in erster Linie versuchen, das Menschliche immer in den Vordergrund zu stellen. €12 Millionen Umsatz, 7 Millionen Schulden, 20 Angestellte. Hoeneß erster Arbeitstag endet früh. Da bin ich nach 2 Stunden nach Hause gegangen, weil keine Arbeit da war. Er war als Manager auch Freund. Ja, ich meine, wir haben ihn weiter geduzt und hat für die Mannschaft alles getan, damit am Ende des Tages die Professionalisierung beim FC Bayern Einzug hält, gleichzeitig aber auch die, ich sage mal, dieses Familiäre, was ja bis heute auch speziell von ihm betrieben wird, auch weiterhin bestehen bleibt. Er ist ein Kümmerer. Er hat sich immer um seine Leute gekümmert, unterstützt, geholfen. Heute ist er eine Institution, aber damals war er eine große Respektperson, eine natürliche Persönlichkeit. Na, aber bloß damit. Okay. Das war jetzt ein Missverständnis. 6 Jahre sind die Bayern ohne Titel. Das lässt den jungen Manager nicht ruhen. Die von Hoeneß zusammengestellte Truppe um Rummenigge und Breitner wird 1980 deutscher Meister. 2 Jahre später der Absturz. 4 Personen sind in einem Flugzeug, nur einer überlebt. Uli Hoeneß, der nicht angeschnallt ist und rausgeschleudert wird. Wenn Sie das Bild des Flugzeugs sehen, können Sie sich nicht vorstellen, dass da jemand lebend rauskam. Dann kann man schon davon sprechen, dass ich Glück hatte. Ist die Erfolgsstory FC Bayern ohne den Baumeister Hoeneß denkbar? Wohl kaum. Der Workaholic stürzt sich gleich wieder ins Geschäft. Er war nicht nur besessen, er war unheimlich fleißig. Er hat Klinken geputzt. Das heißt, er musste sich erst mal ein Netzwerk aufbauen. Ja, das ist ihm nicht alles zugeflogen, sondern er war aktiv. Er war von morgens bis abends für den FC Bayern unterwegs. Als ich ein junger Manager war, war ich natürlich schon einer, der die Ellbogen eingesetzt hat. War ein harter Verhandler? Ja. Manchmal habe ich mich totgelacht mit dem. Ich musste mal einen Vertrag mit ihm verhandeln und da waren wir zusammen in Urlaub auf der Seisser Alm. Und da ging es dann um 50.000 nach oben oder nach unten und wir haben uns nicht geeinigt. Wir haben uns verkeilt und ich bin dann irgendwann aufgestanden und habe gesagt, du kannst dir das ja überlegen, ich werde das jetzt nicht so akzeptieren, wie du mir das vorgeschlagen hast. Und dann am Abend haben wir trotzdem Silvester zusammen gefeiert. Aber wir haben oft uns auch manchmal gefetzt, schon früher als er Manager und ich Spieler. Aber er hat trotzdem alles getan, dass ich lange beim FC Bayern blieb. Blumen für den Verein.
Wahrheiten für die Spieler. Für das Talent Mehmet Scholl. Dann hat er gesagt, was mir zu Bayern München fehlt. Und das hat er mir schonungslos ins Gesicht gesagt. Du hast einen Körper wie ein 13-Jähriger, da gibt es viel zu tun. Du benimmst dich wie ein kleines Kind. Wenn Sonderschichten sind, bist du nicht dabei. Und hat mir das schonungslos gesagt und dann wusste ich, woran ich bin. Aber er hat halt in gleichem Atemzug auch gesagt, ich möchte gerne mit dir den Vertrag verlängern. 8-mal wird Scholl mit Bayern Meister, 5-mal Pokal, 1-mal Champions-League-Sieger. Er hat am Ende keinen Berater mehr gehabt. Wenn wir über Verträge gesprochen haben, haben wir das innerhalb von 10 Minuten erledigt. Und er ist damit gut gefahren und wir auch. Wen Uli Hoeneß in sein Herz schließt, für den tut er alles. Da bietet das Bayern-Biotop Artenschutz für den Freund und Trainer Jupp Heynckes. Er, wo er von allen Seiten geschützt wird, der Verein ist wie eine Glucke um seine Mitarbeiter, ob das Spieler, aber auch Trainer sind, da kann er seine ganzen Stärken zeigen und aufbauen. Sinnbildlich der Mai 1989. Da feuert Köln gegen Bayern. Daum gegen Heynckes. Der Kollege ist der Konkurrent. Das Fernduell, ein Nahkampf. Du hast über Jupp Heynckes gesagt, der könnte auch Werbung für Schlaftabletten machen. Richtig. Du hast über ihn gesagt, wenn einer so dünnhäutig ist, hat er hier nichts zu suchen. Die Wetterkarte ist interessanter als ein Gespräch mit Jupp Heynckes. Richtig. Ist alles okay. Jetzt kommt aber der entscheidende Punkt. Nach dem Sieg über Inter Mailand ging es ihm mal für ein paar Stunden besser. Da war eine Hirnwindung mehr durchblutet. Im Grunde genommen ist er völlig kaputt. Aber diese Hirnwindung ist eine riesige, das ist die größte Beleidigung, die je ein Trainer über einen anderen in Deutschland gemacht hat. Das ist leider der Punkt. Das ist jetzt nur im Prinzip eine Masche, um irgendwie ein bisschen zu versuchen, mich von meinem Weg abzubringen. Nein. Aber kann ich dir auch garantieren, das schaffst auch du nicht. Ich werde das auch gar nicht versuchen, weil am nächsten Donnerstag ist dein Weg zu Ende. Fünf Tage später gewinnen die Bayern in Köln, entscheiden damit das Titelrennen. Hoeneß Verbaleinsatz hat sich gelohnt. Da ging es ja immer um die deutsche Meisterschaft, was jetzt in den letzten 7 Jahren selbstverständlich war. Aber das war damals war das ein ganz enger Kampf. Und deswegen hat er alle Register gezogen und hat sich mit den Verantwortlichen gerieben und wollte eben damit Macht demonstrieren, damit Stärke und auch den jeweiligen Gegner unter Umständen auch forsch einflößen und Angst. Der Teil der Geschichte scheint klar. Schaut man sich den Bayern-Trophäenschrank der Vor-Hoeneß-Zeit an und vergleicht ihn mit der Uli-Ära. 24-mal deutscher Meister, 13-mal Pokalsieger, 5-mal Champions-League-Sieger, 3-mal Gewinner des Weltpokals. Eine Heldensaga des modernen Fußballs. Auf der anderen Seite kann ihr das Klischee des Strebers anhaften. Denn Erfolg ist eine Bedrohung für die weniger Erfolgreichen und Neid ein fester Bestandteil unserer Gesellschaft. Gerade in Deutschland, wo Erfolg eher akzeptiert wird, wenn er sich in Bescheidenheit zeigt. Das mit all den riesigen Erfolgen, ich glaube, ich habe über 60 Titel gewonnen, für mich immer der Mensch im Mittelpunkt stand. Und ich habe nie einen Menschen geopfert dafür, dass ich Erfolg hatte. Einmal sieht es kurzfristig so aus, bei der sogenannten Daum-Affäre im Jahre 2000. Ein Journalist ruft Hoeneß an, um über das bevorstehende Spiel zu sprechen und am Ende über Daum und die Rotlicht- und Kokain-Gerüchte. Dann habe ich gesagt, kann ich jetzt nicht viel dazu sagen, wir waren letzte Woche in Paris. Aber Tatsache ist, wenn das so ist, wie da geschrieben wurde, dann kann er wahrscheinlich nicht Bundestrainer werden. Wenn das so ist, hat er natürlich weggelassen. Danach weht ein Orkan durch Deutschland. Hoeneß weiß nicht, wie ihm geschieht, muss sich rechtfertigen. Die Stimmung ist erstmal pro Daum. Ich hatte das ganz große Glück, dass Christoph Daum sich in einer gewissen Überheblichkeit später
diese Probe hat machen lassen, denn sonst wäre ich möglicherweise weg gewesen. Daums Haarprobe zeigt einwandfrei. Ich gebe hier klar und offen zu, dass ich mit Drogen in Kontakt gekommen bin. Ich habe Kokain zu mir genommen. Die Folgen: Christoph Daum wird nicht Bundestrainer. Uli Hoeneß hat recht. Kann sich wieder auf Fußball konzentrieren. Das Bild des wehrhaften Managers verfestigt sich. Der als Erster aus der Fußballbranche zum Unternehmer des Jahres gekürt wird und den Bambi in der Kategorie Wirtschaft verliehen bekommt. Ich habe immer versucht, vollen Einsatz zu bringen, bei Tag und Nacht. So kurz und knackig geht's nicht auf seiner letzten Jahreshauptversammlung in der Münchner Olympiahalle. Der scheidende Präsident mit politischer Botschaft beim Abschied. Wenn ich vom FC Bayern träume, dann denke ich, das ist so ein Tanker, der auf dem Weltmeer entlang gleitet, 293.000 Mitglieder und in den Beibooten Millionen von Fans. Dieser Tanker muss geradeaus fahren, nicht nach links schauen und schon gar nicht nach rechts. Ganz der Elder Statesman, das Vorbild. Das gelingt nicht immer. Hoeneß ist Hausbesitzer, spekuliert ein bisschen an der Börse, nur so als Hobby, wie er sagt. Lernt an der Volkshochschule Französisch, für später. Hoeneß Nummernkonto in der Schweiz besteht seit 1975. Devisen, Termingeschäfte, bis zu 52.000 Transaktionen in einem Jahrzehnt. 2013 wird der Bayern-Präsident wegen Steuerhinterziehung angeklagt. Ich bin überrascht, dass unsere Selbstanzeige von den Behörden bis heute nicht als wirksam erachtet wird. Der Saubermann ist angeschlagen, der davor den Politikern ins Gewissen schreit, unzählige Male. Wir müssen die Reichen hier halten, damit sie weiterhin gemolken werden können, wie das in der Vergangenheit der Fall war. Und dafür müssen wir Voraussetzungen schaffen. Jetzt sind wir wieder beim selben Thema wie vorher mit den Steuern. Jetzt darf ich auch mal aus. Das ist alles Käse, weil es überhaupt nichts bringt. Weil das ist alles Populismus, um Stimmen zu gewinnen. Wenn es Angela Merkel nicht gäbe, zusammen mit unserem Finanzminister Schäuble, dann wäre es schlecht bestellt um unser Land. Seit an Seit mit der Bundeskanzlerin. Bis ins Zentrum der politischen Macht hat es der Fußballer geschafft. Sich immer klar positioniert. Ich weiß, dass das doof ist, aber ich zahle volle Steuern. Es kann doch nicht Sinn der Sache sein, ins Gefängnis zu wandern, nur um ein paar Mark Steuern zu sparen. Uli Hoeneß um Alltag bemüht, während sein Bild in der Öffentlichkeit noch kontroverser ist. Absurde Unwahrheiten werden nicht wahr, wenn man sie ständig wiederholt. Ein Stück habe ich ihn wahrgenommen damals wie paralysiert, als diese Geschichte da hochgepoppt ist. In der Zeit braucht Hoeneß Freunde, so wie seinen alten Kumpel und Trippeltrainer Jupp Heynckes. Das hat ihn sehr mitgenommen, weil er nie die Absicht gehabt hat, Steuer zu hinterziehen, sondern dass er einfach den Kick gebraucht hat, um zu spielen, um an der Börse zu handeln. Die meisten Bayern-Fans bleiben pro. Spätestens als die Hausdurchsuchung bekannt wurde, war Polen offen. 14 Monate nach der Selbstanzeige, die nicht wirksam ist, beginnt der Prozess. Es geht um 28,5 Millionen Euro Steuerschuld und um sehr viel Öffentlichkeit. Am vierten Prozesstag fällt der Richter das Urteil. Uli Hoeneß muss ca. 30 Millionen zahlen, ist vorbestraft. Vor dem Gerichtsgebäude macht der zweite Teil des Schuldspruchs schnell die Runde. 3 Jahre, 6 Monate. Was? 3 Jahre, 6 Monate. Was? Wahnsinn. Ich habe in den letzten Monaten etwas an mir entdeckt, was ich nie hatte. Hass. Und Hass ist nicht gut. Hass ist kein guter Ratgeber. Hass ist kein Wegbegleiter. Und ich hoffe,
dass ich in den nächsten Monaten dazu komme, dieses Wort wieder aus meinem Kopf rauszubringen. Ich werde mich sehr darum bemühen. Jeder rechnet mit einer Revision. Hoeneß berät sich mit seiner Familie, entscheidet noch in der Nacht dagegen. Plötzlich war ich ein Arschloch, ein Schwein, ein Mann, der den Leuten das Geld aus der Tasche zieht, der den Leuten Geld vorenthält. Das konnten meine Familie und ich keinen Tag länger ertragen. Und deshalb war es für uns klar, ob die Erfolgsaussichten einer Revision gut oder schlecht waren. Wir hätten dieses Drama nicht weitere 12 bis 18 Monate ertragen können. Die außerordentliche Mitgliederversammlung zwischen Urteil und Strafantritt. Da habe ich mir lange überlegt, ob ich da hingehe, ob ich mich verabschieden sollte von den Fans. Wie reagieren die? Pfeifen die mich aus? Schimpfen die? Geht doch nicht. Was geht nicht? Ja, was er gemacht hat. Freiheit für Uli. Und dann, wenn ich zurück bin, werde ich mich nicht zur Ruhe setzen. Das war's noch nicht. Die große Mehrheit der Bayern-Fans stehen weiter hinter ihrem Uli. Mittlerweile ohne Amt und Würden. Im Juni 2014 tritt Hoeneß die Haftstrafe an. In dem Moment, wo ich im Gefängnis war, hatte wenigstens meine Familie Ruhe. Und ich hatte mit der einen oder anderen Zeitung einen Deal, dass sie wenigstens in dieser Zeit meine Familie in Ruhe lassen. Und das war mir viel wert. Er darf Besucher empfangen in der Justizvollzugsanstalt Landsberg am Lech. Ich werde das nie vergessen, muss ich ehrlich sagen. Ich kam dahin, durfte 2 Stunden mit ihm reden. Und er hat 2 Stunden mit mir nur über Fußball geredet. Über nichts anderes als Fußball, weil er sich so ein Stück abgeschnitten fühlte da drin. Dort habe ich ihn besucht und das war für mich ernüchternd, erdrückend. Uli ist psychisch immer sehr robust gewesen und ich denke, dass er das auch verarbeitet hat. Aber es war sicher ein Einschnitt in seinem Leben. Nach einem halben Jahr wird er Freigänger, arbeitet in der Nachwuchsabteilung des FC Bayern. Wegen guter Führung kommt Hoeneß nach der Hälfte der Haft auf freien Fuß. Das war natürlich für ihn eine, ich gehe mal davon aus, die schwerste Zeit in seinem Leben. Ich habe einen großen Fehler gemacht. Ich habe Kapitalerträge im Ausland nicht deklariert. Wie beurteilen wir Uli Hoeneß jetzt? Geht es um den Menschen oder sein Werk? Steht also die Lebensleistung oder seine Verfehlung im Vordergrund? Es gibt sie auch hier nicht. Die Wahrheit. Vielleicht ein Bewusstsein, dass auch Helden straucheln können, dass wir nicht perfekt sind. Selbst wenn wir gerade danach so eifrig streben. Wenn ich mir über die Zukunft Gedanken mache, dann werde ich sicherlich irgendetwas auch im sozialen Bereich tun. Ich habe das in der Vergangenheit durch Vorträge und großzügige Spenden gemacht, aber ich werde auch in Zukunft noch mehr persönlich in diese Richtung arbeiten. Das soziale Engagement des Uli Hoeneß. Der bekannteste Fußballauftritt, das Retterspiel für den FC St. Pauli. Danach sollten noch viele solche Aktionen folgen, auch Gastspiele bei kleineren Amateurvereinen. Damals hat man ja noch viele Freundschaftsspiele absolviert. Und dann wurde eine Festgage vereinbart. Und dann wurde ja auch manchmal im Winter gespielt. Und dann sind auch schon mal nicht die Zuschauerzahlen gekommen, die der Veranstalter gerechnet hat. Und so passte das hinten und vorne nicht, haben sie Verlust gemacht. Und dann, wenn sie Uli Hoeneß das gesagt haben, dann sagte, wissen Sie was, geben Sie mir, was Sie können. Und wenn das dann, was weiß ich, 10.000 D-Mark war, dann hat er gesagt, wissen Sie was, tun Sie die Jugendabteilung. Auch der Privatmann Hoeneß nützt seine Popularität, engagiert sich seit vielen Jahren sozial, vergisst keine alten Weggefährten. Der ehemalige Bayern-Spieler Lars Lunde fällt nach einem Unfall für 10 Tage ins Koma. Uli hat mit den Ärzten gesprochen, Behandlung, und hat gesagt, alles Mögliche müssen Sie machen, ist egal, was das kostet. Später holt er ihn in sein Haus für einen Monat
während der Reha, als ganz normales Familienmitglied. Ich habe das Gefühl, ich kann morgen ihm telefonieren und er wird Zeit haben für mich. Wenn er mich sieht, hat er Freude, ich habe Freude. Es ist klar, dass er nicht jeden Tag auf Lars Lunde denkt, aber ab und zu vielleicht. Der Däne ist jetzt Krankenpfleger, kann wieder ein normales Leben führen. BIS, Bürger in sozialen Schwierigkeiten, das ist ein Lieblingsprojekt von Uli Hoeneß. Genau wie die Dominik-Brunner-Stiftung, wo er Vorsitzender des Kuratoriums ist. Da hat er eben zwei Gesichter. Er ist als Mensch, ist er liebenswert, ist er warmherzig, er ist humorvoll. Er hat nie zu Hause geschrien. Nie. Hat er einmal bei euch geschrien? Nie, nie. Der Papa ist ein ganz ein ruhiger. Abteilung Attacke, Blödsinn. Er kämpft für die Sache und er kämpft für die Gerechtigkeit und er kämpft für seinen Verein und für seine Familie, für seine Freunde. Sobald wir den FC Bayern vertreten muss, dann sehen wir das andere Gesicht, wo er dann polarisiert und wo er dann auch hier und da übers Ziel hinausschießt. Immer langsam auf den Sack, eure ewigen dummen Fragen. Und darüber müssen wir uns mal Gedanken machen, ob diese Gesellschaft nicht total pervers ist. Der Uli Hoeneß zieht dann in den Kampf für seine Gerechtigkeit. Da hätte ich gerne danach mal deinen Kommentar gehört, was der für einen Scheißdreck gespielt hat, auf Deutsch gesagt. Ja? Das Foul von dem Bellarabi war natürlich geisteskrank. Ja? Das ist vorsätzliche Körperverletzung. Ich bin noch nie spontan in irgendeine Pressekonferenz gegangen und habe attackiert, sondern das mache ich mir dann schon vorher Gedanken. Und zwar immer dann, wenn die Mannschaft schlecht gespielt hat. Dann hat der Uli Hoeneß sein breites Kreuz hingehalten, um der Mannschaft Zeit zu geben, wieder besser zu spielen. Wir werden uns das in Zukunft nicht mehr gefallen lassen, dass unsere Spieler hier beschädigt werden. Wir werden den Leuten schon mal ein bisschen Feuer geben. Ja? Das können wir ja. Okay? Schönen Abend. Tschüss. Das ist Uli, da ist er zu emotional. Da hat er eben nicht die Distanz oder wie Sie vielleicht auch sagen, die Altersmilde. Sowas wie Altersstolz wird dem ewigen Bayern-Boss bei seiner Abschiedsjahreshauptversammlung zuteil. In der extra angemieteten Olympiahalle. Es ist ein würdiger Rahmen, um den Patriarch mit viel Applaus in Pension zu schicken oder zumindest in Altersteilzeit als sechster Ehrenpräsident seines Vereins, den er groß gemacht hat. Die Jahreshauptversammlungen, schon immer ein Stimmungsbarometer, der Löwenbräukeller. Nur eine Zwischenlösung. Ja, Krutze, fix, wo sind wir denn? Und was haben wir denn? Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin stolz, dein Freund zu sein. Freundschaft schützt vor Häme nicht. Einmal hat er aus 11 Meter, war er völlig frei. Am 11 Meter Punkt, völlig frei. Schießt drüber, gell? Aber ich denke, jeder hat einmal so seinen Fehlschuss. Und das war. Stimmungsschwankungen deutlich hörbar. Was glaubt ihr eigentlich, wer ihr seid? Ja. Es kann doch nicht sein, dass wir hier kritisiert werden dafür, dass wir uns seit vielen Jahren den Arsch aufreißen. Was glaubt ihr eigentlich? Wer euch alle finanziert, die Leute in den Logen, denen wir die Gelder aus der Tasche ziehen. Wir sollen möglichst die Champions League gewinnen, aber dafür kosten darf es nichts. Das ist unser Problem in diesem Land. Wie er damals daherkam, blond, wallendes Haar. Hey, schnell war er war schnell war er. Manchmal ein bisschen zu schnell. Mein Geduldsfaden ist angespannt wie lange, nicht? Und es darf nicht mehr so viel passieren, bis er reist. Bleib für weitere viele Jahre unser Manager. Die Lehrzeit, meine Herren, ist jetzt vorbei. Uli Hoeneß, jetzt wird es ein bisschen bedeutungsschwanger. Ich liebe Sie wirklich. Er war immer der erste und größte Fan zum Wohle des FC Bayern. Vielen Dank dafür, lieber Uli. Nachtreten. Back to the roots, Schlaumeier, Scheißdreck und Spätzlewirtschaft. Ein Ehrenspielführer ist nicht zu verbannen. Das ist nicht Ihr Stadion und der Verein ist nicht Ihr Eigentum. Ich lehne eine Diskussion auf dem Niveau total ab. 2018 und seine Auswirkungen.
Da hat man schon gemerkt, dass es ihn ein Stück nachdenklich gemacht hat, weil es eben etwas war, was vorher noch nie da war. Es ist vielleicht nicht der entscheidende Moment, der Uli Hoeneß dem Tegernsee näher bringt. Allerdings einer, an dem der Mann mit dem Gespür für den Moment abweckt. Die große Fußballwelt wird immer irrationaler. Der Verein ist bestens aufgestellt. Der Job irgendwie getan. Auch wenn er so streitbar ist, Uli Hoeneß möchte gemocht werden. Für sein Schaffen, seinen Weitblick, seine Politik, sein großes Herz. Zu seinen Bedingungen, ganz der Patriarch, der mit 67 selbstbestimmt von der Macht zurücktreten kann. Es gibt so viele Politiker oder Wirtschaftsführer in den letzten Jahren, die ganz groß waren und dann abgeschlachtet wurden. Und ich wollte durchs offene Tor und durchs große Tor gehen. Ich wollte das selbst entscheiden. Uli Hoeneß nimmt die Dinge selbst in die Hand. So, wie es seine Art ist. Das war mein ganzes Leben. Ich war immer organisiert. Ich war Klassensprecher, ich war Schulsprecher. Ich habe das größte Schulfest im Schubert-Gymnasium organisiert. Mein ganzes Leben war immer, etwas zu machen, voranzukommen. Und das hat mich geprägt. Ein Meisterwerk des Machers. Das Gesamtbild nach 40 Jahren als Bayern-Boss. Es ist ein Wahnsinn, aus Bayern München eine Weltmarke zu machen. Und das war immer sein Bestreben, den Club so groß wie möglich. Möglich noch größer als Real Madrid. Ein Grundstein, die Allianz Arena. Baukosten 346 Millionen Euro. Mittlerweile im Alleinbesitz, schuldenfrei, 16 Jahre früher als geplant. Ein moderner Tempel des Fußballs. Immer ausverkauft. Mittendrin die Bayern-Bosse. Wir sehen das Spiel sehr konzentriert. Wir freuen uns über jedes Tor, über jedes gute Spiel. Und manchmal ärgert man sich auch über eine Niederlage. Wir leben da oben ein bisschen auch das Dasein von Fans. Gewinnen ist am Ende des Tages natürlich extrem wichtig. Diese DNA des FC Bayern ist uns direkt mit 18 Jahren ins Blut eingebläut worden. Das Allerwichtigste war nach gewonnenen Spielen, dass er am Kartenspieltisch saß nach dem Spiel dann. Weil dann war er noch mit Glückshormonen voll und dann liefen dann ganze Urlaube unter dem Motto Danke Uli Hoeneß, vielen Dank, weil er einfach Dinge gespielt hat, die darf man nicht spielen. Während der Haftstrafe hat sich der Club unter Rummeniges Führung weiterentwickelt. Hoeneß kämpft danach um seine Macht, seine Ansichten, seinen Weg. Der alte Weggefährte Jupp Heynckes bringt beide wieder zusammen. Das war schon eine schwierige Zeit. Wir zwei hatten uns ein bisschen auseinandergelebt. Er hat nicht gesagt, ihr müsst euch zusammenraufen. Er sagt, ihr müsst einfach den Club harmonisch und loyal führen. Und man darf euch nicht speziell in der Öffentlichkeit auseinanderdividieren. Und er hat mit mir gesprochen, er hat mit Uli gesprochen. Und das war vielleicht mit einem Impuls, dass wir darüber, über das persönliche Verhältnis nachgedacht haben. Der Mittler ist weg. Neue Diskrepanzen treten zutage, die eigentlich alte sind. Er ist ein großer Freund von Tradition. Trotzdem habe ich ihm immer gesagt, man muss die Tradition mit der globalen Welt trotzdem ein Stück verheiraten, dass wir am Ende des Tages dann nicht den Anschluss verlieren. Uli Hoeneß und seine Trainer, ein illustrer Kreis von renommierten Überraschungen, gepriesenen Rettern, internationalen, eigensinnigen, Wiederkehrern, erfolgreichen. Man sieht, Fußball ist eine Momentaufnahme. Eine Ära kann keiner prägen. Wenn er immer gewinnt in den nächsten Monaten, dann ist er auch der richtige Trainer. Der letzte Trainer in der Ägide Hoeneß ist umstritten von Anfang an, Niko Kovac. Ein Doublegewinn reicht nicht. Die Entwicklung der Mannschaft stagniert. Der Umbruch wird nicht zum Aufbruch.
Ich bin kein Freund davon, den Trainer nur zu loben. Ich habe festgestellt, manchmal wird es auch ein bisschen mit Bequemlichkeit bezahlt und das ist bei Bayern München nicht der richtige Weg. Hoeneß stützt Kovac, Rummenigge ist skeptisch, setzt sich durch. Das Experiment Trainerentwicklung scheitert. Gleich danach gewinnt das Team. Die haben natürlich heute gemerkt, hoppla, jetzt müssen wir ja liefern und sie haben geliefert. Bei einem Verein, bei dem Gewinnen normal ist. Wenn wir dieselben Visionen haben wie ein Verein wie Paris Saint-Germain oder Manchester City, die alle Probleme mit Geld lösen wollen, dann werden wir am Ende der zweite oder dritte Sieger sein. Natürlich wird bei uns auch gut bezahlt, aber die letzten paar hundert Millionen, die wollen wir nicht ausgeben, obwohl wir sie wahrscheinlich manchmal ausgeben könnten. Denn wir wollen dem FC Bayern auch in 10 Jahren noch gesund haben. Gleichstand heißt Rückschritt, also schweift der Blick in die Welt hinaus. Hoeneß lässt sich inspirieren. Er war wirklich visionär. Ich bin oft mit ihm durch die Gegend geflogen. Wir sind nach Amsterdam geflogen, da haben wir uns die Nachwuchsarbeit angeschaut. Dann sind wir nach Manchester geflogen, da haben wir uns das Sponsoring angeschaut. Oder er ist mal zu den 49ers nach San Francisco geflogen, hat sich das Merchandise-Geschäft angekauft. Wir haben versucht, uns überall, wo es so eine Benchmark im Positiven gab, uns das Beste zu holen und dann zu schauen, wie können wir das auf den FC Bayern adaptieren, nehmen wir es mal auf bayerischer Lebensart. Hoeneß ist beeindruckend. Auf dem Weg nach oben sind die Fetzen geflogen. Gerade deshalb sein Rat an die Nachfolger. Die Gegner sitzen draußen. Die dürfen nicht zu Hause sein. Ihr müsst ein starkes Team bilden. Ihr müsst stark sein. Ihr müsst untereinander euch unterstützen. Dann kann den FC Bayern fast in Deutschland sowieso nicht, aber international auch wenige Vereine schlagen. Wie nicht anders zu erwarten, ein sehr emotionaler Abschied von der großen Bühne. Eingehüllt in Applaus. Es war eine wunderschöne Zeit. Ich sage Ihnen, das war's. Ich habe fertig. Danke. Die Oligarchie ist offiziell beendet. Ich werde ihn vermissen, den Mann vom Tegernsee. Zwischen Gutsherr und Gutmensch. Keiner der leisen Töne, einer der anpackt. Polarisiert, unbedingt gewinnen will und gewonnen hat. Immer mit Klartext. Wenn ich ihn mit einem Wort beschreiben müsste, würde ich sagen, er war nie langweilig. Ich werde diesem Verein dienen, bis ich nicht mehr atmen kann. Dankeschön. Ihre Sorge kann ich nicht teilen, Herr Klinger. Der FC Bayern wird an dieser Frage nicht kaputt gehen. Uli Hoeneß ist Kopf, oft Bauch, stets Herz und immer Seele von Bayern München. Wenn ich dann höre, bei 1860 ist das alles so toll, da ist gar nichts toll. Wenn die Leverkusen vor uns wäre an Weihnachten, wäre es fast versaut. Da müsste die Familie viel tun, um das wieder aufzuheitern. Eines ist sicher, es wird mir nicht langweilig und ich werde meiner Frau nicht auf die Nerven gehen, da bin ich sicher. Ich habe mir das lange überlegt. Hältst du deine Klappe? Nein, das kann ich nicht. Sie brauchen sich keine Sorge zu machen. Von mir wird schon noch was zu hören sein.